Ding sind, Schlaukopf! Hab Dank, Strahlender, für deine Gabe. Gisol 100 erhält das Symbol für Gerwald und ich hab es nicht zu Ende gelesen, warum auch? Ich brauch das nicht lesen, ich weiß sowieso nicht, was ich machen muss. Von daher. Ja, kommt nur ran, ihr köstlichen Körper. Ha, verfolgst du uns hier, du hier, durchtriebenes Ding. Ja, aber kann ich dich nicht totschlagen. Gib mir 10.000 EP, Baby. Ja, egal, wir können jetzt mit dem Symbol wieder rausgehen. Leider konnten wir nicht die Hexe mitnehmen. Bla bla bla. Oder auch sonst können wir hier irgendwie voll wenig klauen, dieses scheiß Schloss hier. Unausstehlich. Da hast du dein Symbol. Beim nächsten Mal lass dir etwas Vorderes einfallen. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn dich an derart simpler Anfangsprüfung wirklich gefordert hätte, erwählte. Und die Stimme klingt auch scheiße. Naja, so einfach war es und auch wieder nicht. Ein geringer Abenteurer als ich hätte wohl kaum. Magst du schwatzen oder lernen? Lernen. Schon gut, schon gut. Bring mir endlich das Kampfschwert bei. Das ist ein Wort, also pass auf. Gut geführt kann deine Axt einen flammenden Hieb vollführen. Na klar, er nennt sich Lohnleid und das ist es, was er bei deinem Gegner anrichtet. Vor allem, wenn der Feuer scheust. Yeah, ich habe eine Attacke gegen den Baum. Ha, es klappt. Ich beherrsche tatsächlich ein Klingentalent. Unser großer Held hat in dir ein Spielzeug, das sich schon fast zu einem Erwachsenen macht. Schweig still, Weib. Im! Hör auf den alten Paladin! Und du wachse mit dem gewonnenen Wissen. Solltest du erfahrener werden, suche mich wieder auf, um weiterzulernen. Gisolf erlernt Lohnleid. Das Talent ist ab sofort im Kampf und der Klinge abrufbar, sofern Gisolf auch mit einer Klingenwaffe ausgerüstet wurde. Ja, ja, du Schamöer. Bist doch nicht erfahren genug für die nächste Klingentechnik. Erringe mindestens die 12. Stufe. Ihr habt's ja doch nicht mehr alle hier. So, ich gehe nochmal pennen. Das war hier. Hey, ich weiß es noch. Ja, zumindest spielen habe ich eine recht gute Orientierung und eine Aktualisierung. Boah. Er lädt immer noch die Aktualisierungen, das ist schlimm. Was machst du da? Du sollst nicht hier alles. Ach, fahr zur Hölle. Mach, was du willst. So. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich ja nochmal eine Uhr holen wollte und. Da brauchen wir mindestens Stufe 8 was, ne? Ne, auch die 12. Boah, ihr habt doch alle einen Schatten. Egal. Ich speichere und dann geht's los in die weite, weite Welt. Und Ordensfels. Wo kann ich denn da noch hingehen? Verdammt, mich halten ein paar Bäume auf. Ich hab noch eine Axt dabei. Ein Wanderer hatte offenbar 20 Goldmünze auf dem Weg verloren. Okay. Räuberwald? Halt! Unsere Mission führt uns nach Süden. Ja. Na, da passt der Bein auf. Mitten auf der Wiese macht Waldrader einmal Saftblatt aus. Ist das irgendwie zufallsgesteuert oder... Muss ich einfach nur ganz lange langlaufen, dann kriege ich das. Ja, ja. Ich will aber nicht nach Süden. Findest du nicht? Wir sind allmählich weit genug von der Hexenjägerfeste entfernt. Wie? Ah ja, es wird Zeit. Was tuschelt ihr denn da vorn? Hast du dir schon überlegt, wie wir denen da loswerden? Zum Loch oder Knüppel? Weder noch. Ich habe die Zeit genutzt, mir einen hübschen Plan zurechtzulegen. Pass gut auf. Wir werden gleich alle miteinander auf cooles Gelingen anstoßen. Hier, nimm diesen Becher. Und dieses Pulver. Schnell, rühr es in dein Getränk. Was ist das? Es sorgt dafür, dass dir nicht gleich dasselbe zustößt wie unserem treuherzigen Brunnen. Was gibt es zu schnattern? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. So ist es. Und wir haben ihn zusammen zu bestreiten. Also, lasst es auf die Gemeinschaft trinken. Ein Trunk zu dieser Tageszeit? Zier dich nicht, Bübchen, so sind die Sitten, also runter damit! So spricht ein wackerer Gefährte! Also, auf die Kameradschaft! Auf die Kameradschaft!
Wieso hast du mit dem Rücken zu uns getrunken? So ist das Brauch in meiner Heimat. Das zeigt bloß von meiner Arglosigkeit. Los, trink schon! Es braucht aber lange, bis es wirkt. Das muss ich auch sagen. Eigentlich soll es doch längst. Hey, Moment! Woher weißt du denn? Was ist denn mein Becher? Beruhige dich! Der Hochmeister sagte, es gehe sehr schnell! Der Hochmeister? Was hast du getan, Gisolf? Dich retten! Es brennt! Wie passend für eine Hexe. Was ist das? Was ist das? Im übertragenen Sinne ist es eine treue Versicherung. Im engeren Sinne ist es ein Gift. Ein sehr mächtiges Gift, wie der Hochmeister betonte. Ich erspare dir lieber die Einzelheiten seiner Wirkung. Nur so viel. Bricht es aus, steht es schlimm um dich. Wieso, Gisolf? Wieso? Der Hochmeister verfügt über eine ganz besondere Gabe. Er sieht den Menschen direkt in die Seele. Und bei dir lasse er Flucht. Zugegeben, das war auch nicht schwer zu erraten. Das Gegenmittel will dir einen guten Grund geben, zurückzukehren. Du undankbarer Bastard! Ich habe dein Leben gerettet und das ist dein Dank? Das ist mein Dank, dumme Göre! Glaubst du etwa, einer mittelmäßigen Hexenbegabung mit dir gelänge die Flucht? Der Orden hätte ich gejagt, unbarmherzig und am Ende erfolgreich. Sie haben dich auch schon einmal erwischt. Mittelmäßig? Indem ich dich an meine Seite kette, rette ich dich. So einfach ist das. Genau genommen warst du es ja selbst, die sich das Gift in den Trank mischte. Frage es nicht, dich mit Spitzfindigkeiten von deinem Verrat freiwaschen zu wollen, Warzentreck. Ach, geifere doch, wie du willst. Was geschehen ist, habe ich zu deinem eigenen Besten getan. Wann hätte ich dir hier erlaubt, über mich entscheiden zu dürfen? Das vergesse ich dir nie, nie! Du hast dich für die einzig richtige Seite entschieden, Erwählter. Natürlich, für meine! Bin immer dafür. Ja, yeah, gib mir die Bären hier. Gib mir Bären. Warum findet Valdrada die... Sie ist ja die Anführerin der Gruppe, ne? Ich bin ja nur so nebenbei dabei. Kann ich den Baum mitnehmen? Nein. Warum will ich den Baum mitnehmen? Yeah, Kohlen! Da liegt ein besoffener Zwerg oder sowas. Da speichere ich erstmal. Das ist... Tja, und darum heißt die Gegend eben Räuberwald. Der arme Kerl wurde erschlagen. Das freche Pack wagt sich also bereits in die Schlagschatten der Feste. Die Stiefel sehen doch ganz brauchbar aus. Yeah. Der wurde ausgeraubt und ich habe die Reste geplündert. Da ist nichts mehr. Ach komm, irgendwas kann man doch bestimmt noch klauen. Der hat doch noch einen Hut auf. Warum nehmen wir den nicht noch mit? Das wäre doch auch lustig. Also, wir haben eine Holzkeule, ein Wams, eine Kappe, Laufschuhe. Was hat die so? Nichts. Wams ist besser. Kappe ist besser. Und er kriegt ein Eisenschwert erstmal. Wams hat er schon. Warum hat er keinen Helm? Warum hat er keinen Helm? Ich muss nochmal zurück. Ich habe keinen Helm. Ist da noch was? Kein, nichts, nein. Verdammt! Ich kann doch nicht mit dieser mittelmäßigen Ausrüstung losgehen. Wo war der Händler? Händler. Du bist da irgendwo hier. Warte hier? Ach nein. Ja, richtig, kaufen. Holzschild. Ich hab nicht so viel Kohle. Das ist das Problem. Ausgerüstet. Leder. Boah. Ja, dann würde ich sagen, ich kaufe mir eine Kappe hier. Und zwei Holzschilder. Ja, die kann ich mir leisten und so, ne? Der hatte schon alles. Ich die noch ein Holzschild. Und er kriegt ein Holzschild. Nein. Und die Kappe. Sieht doch ganz gut aus. Kaufen. Verkaufen. Gewand. Tschüss. Spitzendiges, sehr häufiges Naturprodukt. Teil einer harten Schutzschicht. Könnte man vielleicht nur gebrauchen.
Rüstung. War das alle Rüstungsteile? Ja. Okay. Langsam macht mir das Angst, dass mein Laptop so lang braucht. Egal. So, warum erzähle ich ständig was über meinen Laptop? Weil das unglaublich interessant ist. Ihr wollt alles über meinen Laptop wissen. Nein, ihr wollt über das Update wollt ihr alles wissen. Ja, ihr wisst es noch nicht, dass ihr das wissen wollt. So, bisschen nochmal klein hacken. Vielleicht hat hier nochmal jemand Geld hingelegt. Man weiß es ja nicht. Und wir gehen mal links rein. Und mal schauen. Den Gegner kenne ich noch nicht. Werde ich gleich mal analysieren. Nein, dazu muss ich die Eule rufen, nicht? Yeah, Eule! Ja, machen wir hier Angriff. Boah, ich hasse es. Oh, und er hat vorbeigeschlagen, yeah. Wie oft will ich denn jetzt noch Hexenkunst machen? Dann schau dir das mal an hier mit deinem Glubschauge. Ufermodder, Stufe 2, HP 50, Stärke, Wasser, Schwäche, Feuer. Wenn er nicht so schwach wäre, würde ich jetzt glatt meinen Feuerzauber auspacken. Und ich habe einen Wassereimer gefunden. Waldrada fängt einen Frosch. Waldrada gelingt es, beide Schenkel abzutrennen. Da bin ich jetzt aber froh, dass das gelingt. Gibt's da noch was? Kann das mitnehmen? Nein. Steht nur so. Ich brauche einen Schenkel abzutrennen. Eine ganz gewöhnliche Eichel. Kann ich da irgendwie reinspringen? Den Fisch da fangen? Das wollte ich fast schon Hase sagen. Guck mal, da schwimmt ein Hase unter Wasser. Noch irgendwas, was irgendwie interessant aussieht? Ich sehe nichts. Gut. Oh, das kann ich auch zerhacken. Sehr schön. Nein, das ist nur ein Baumbüffel, der so rausguckt. Das ist nur Dekoration. Es breitet sich aus. Wenigstens wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen. Haltet den Waffengriff bereit. Warum hacken sie denn einfach das Ding ab? Sehr schön. Ich brauche jetzt auch dringend etwas, an dem ich meine Ärger abreagieren kann. Nanu, es ist ganz kalt. Kalt? Das kann doch nicht sein. Er glüht doch. Jokien, man widerspricht keinem Älteren. Fühl doch selbst. Kalt, tatsächlich. Gräb mich nicht, dass du nicht so schnell dahinter kommst. Das ist deinem Alter ganz normal. Ja. Was ist das denn? Schon wieder so ein Wolf. Wolf habe ich auch noch nicht analysiert. Gott. Nein. Oh, ich habe Wassertropfen, habe ich ja gelernt. Ach ja, richtig, da war ja was. Honk, liest du mal den Text, der da steht. Und lies ihn nicht nur vor, sondern verstehen auch. Nein, das ist schon schwierig. Ja, egal. Wir knüppeln einfach drauf, was wir analysieren mal. Hier mit. Ne? Stärke Wucht Wasser, Schwäche Klinge Feuer. Da habe ich doch die richtigen Waffen dabei. Ne? Oder? Ja, egal. Tollwut. Ach, ich test's da mal. Nett. Würdest du jetzt. Wie viel AP haben die? Busch. 200? Gott. Ich soll mir echt den Text mal merken, wenn ich ihn lese. Nein, bloß nicht. Das ist eine Falle. It's a trap. Und. Ach, einfach draufknüppeln. Ich hab genug HP. Warum habe ich überhaupt so viel HP? Oder wenn man zu faul die HP runterzudrehen, hat deswegen entsprechend Balance. Ich dachte jetzt irgendwie er stirbt. Aber er attackiert die Eule, da kann wir es. Boah, jetzt stirb endlich. Na geht doch. Boah, 426. Ich hätte ihn mir klauen können. Dann hätte ich wahrscheinlich nichts Sinnvolles bekommen. Egal. Wir sagen erstmal alles, weil dahinter, da liegt immer jemand. Zwei Fliegenpilze. Eine ganz gewöhnliche Eichel. Na. Was ist das denn? Es sieht aus, als stammt es von einer Brücke.
Sieht aus wie ein Floß. Aus zwei Holzstämmen. Yeah, 15 Goldmünzen. Ich bin reich, Baby. Der Dorn verstimmt fröstelnde Kälte. Toll. Dann kaufe ich mir jetzt ein Boot. Von der fröstelnden Kälte. Nicht von den 15 Goldmünzen. Und mir fällt ja gerade noch was ein, dass ich noch schnell was erledigen wollte. Nein, nicht aufs Klo gehen. Erst schaue ich mal, wo ich lang muss. Räuber! Naja, in einem Räuberwald ist das nur eine Frage der Zeit. Vergibst du sie doch, dann hast du ja Erfahrung. Hörst du mal auf, mir ständig meine Hilfsbereitschaft vorzuwerfen? Halt, Moment, ich brauche gar keine Uhr, ich habe ja meinen Laptop. Oh Gott, was meine ich jetzt schon wieder? Hilfe! Okay, hörst du mal auf, das hat mich schon. Hilfsbereit, du? Was? In Summer's Damm? Ist das ein Bechergift, Hilfsbereit? Wage es nicht, den Namen deines Götzens in meiner Gegenwart zu nennen, Dämonenbuhle. Ach, ach, misch dich doch nicht ein! Yeah. Das war deine letzte Hexerei, Flammenfraß. Unmöglich, so schnell ist doch noch nie ein Befreiungstrupp aufgetaucht. Hä? Auf sie! Ja, wie, was, wann? Hey, hier, ich habe mich gespeichert. Das ist jetzt reichlich ungünstig, glaube ich. Ich schlage einfach mal auf. Was ist? Die können mich beklauen? Ich kann ja auch klauen, vergesse ich schon wieder. Vielleicht hat diese Woche mehr Glück? Nein. Ich muss definitiv meine Taktik ändern. Analyse. Hier, schau dir das Ding mal an, du. Klinge, Feuer, Schwäche, Wucht, Wasser. Diebstahl. Ach, komm schon. Hexenkunst. Gar nicht mal so schlimm. Waffe. Wuchtwaffe. Okay. Kann die Eule irgendwas? Ich weiß gar nicht so genau. Beklau den, komm schon. Yeah, 20 Goldstücke. Jetzt greife ich an. Naja, das lohnt sich mal. Was? Der hat die Eule beklaut. Die Eule hat kein Geld. Was soll der Unsinn? Wieso kann der die Eule klauen? Die Eule klauen. Der hat die Eule geklaut. Ja, der hat mich eben beklaut. Er findet nichts mehr. Wieso hat er einen unteren Goldzahn? Hey, das sind unterschiedliche Grafiken, fällt mir gerade auf. Verdammt, ich sehe zu, hier wegzukommen. Was ist? Er will abhauen, Feigeschwein. Fisch, du Gescheiter hier. Du sollst nicht fischen gehen, das ist Clown, Baby. Nein! Krieg jetzt trotzdem die EP? Gute Frage. Yeah, ich habe 20 Goldstücke geklaut. Jetzt bin ich reich, Baby, reich! Jetzt mach ich ein verdammtes Casino auf! Und ich sollte doch mit Feuer kommen. Nein, mit doch. Da machen wir das hier. Ah, das ist mir die Sache nicht wert. Weg hier! Werd fertig! Lass ihn mich töten! Stirb! Der Wichs ist einer tot. Oh. Wie im Tod das geraubt Gold wieder ab. 20 Münzen. So, wir sammeln erstmal die Eichel auf, weil die ist erstmal wichtig. Einst eine Sammelstelle schurkisches Leben ist nun der Mittelpunkt gerechten Todes. Yeah. Einmal Kräuterwand. So, hacken da ist doch alles ab. Schnappen uns die Dunkelbeeren. Was ist da noch? Geld? Nein. Was passiert, wenn ich jetzt einfach weitergehe? Nix. Ach, wir lassen ihn halt frei. Sind wir nicht so. Habt ihr nicht vielleicht etwas vergessen? Vielleicht mich? Mich? Hilfe? Ja, ich krieg ein Seil. Den Göttern sei Dank, ich bin frei. Den Göttern? Du kannst auch etwas Dank für uns erübrigen. Vielleicht mit einer kleinen Belohnung. An meinen Beutel habt ihr euch doch schon verdient.
Behalte den Fund. Ich bin froh, überhaupt davon gekommen zu sein. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Die Räuber wollten sicherlich ein Lösegeld für mich erpressen. Nein, sie wollten nicht essen. Da mag ich mich gar nicht ausmalen, wie sie reagiert hätten, wenn die Antwort meiner Familie gekommen wäre. Seid ihr eine sehr arme Sippe? Arm? Aber nein, wir hassen uns einfach nur gegenseitig. Ihr glaubt nicht, was ihr meine Frau zum Abschied nachgeworfen hat. Aha, ich will dich nicht weiter davon abhalten, dein Leben fortzuführen, Mann. Hm? Ach so, ja, ein Helden berühren natürlich ganz andere Dinge. Dann leb wohl, lieber Retter. Wie praktisch ein Seil. So, das kann man doch immer gebrauchen. Taub mir beim Seil ab. Habt ihr gehört? Er hat Held gesagt. Das zeigt, wie wenig er dich kennt. Hm, hätte ich das bekommen, wenn ich den Beutel nicht geöffnet habe? Egal. Es ist... Beutel. Unter dem Busch. Den sehe ich natürlich nicht. Denn er ist unglaublich gut unter dem Busch versteckt. Da glitzert etwas. Da glitzert was. Und irgendwas ist da noch drin. Und das beißt. Da ist ein Fuchs im Stamm. Ach echt? Und er scheint da drin hocken bleiben zu wollen. Dann stochern wir eben heraus. Dann stochern wir ihn eben heraus, oder? Egal. Und womit, Herr Schlaustrumpf? Schlaustrumpf. Da glitzert was. Ah ja, gut. Da ist eine Brücke und ein Stück einer Brücke. Wie passend. Theoretische Frage. Warum nehme ich... Ich muss bestimmte Rätsel lösen, wenn ich da vorbei... Was für ein Riesenkerl? Mit so einem will ich keinen Ärger. Zwickt dich die Angst, Dicker? Mich zwickt die Erfahrung, Grünschnabel. Der Hühner sieht nach Ärger aus. Und den nehme ich nur auf... Auf mich!